Hallo Ali, wir sind's wieder, die Schmatz aus dem rostigen Städtchen Rengo im Wienerwald. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Schmeckt's oder ist das vegan? Wir testen heute für euch den Lecker-Block. Genau, das machen wir jetzt. Ihr seht, das ist die Packung für Einpersonenhaushalte. Lächerliche 2 Kilo im schwarzen Sackerl, wie die Amazon-Bestellungen von einschlägigen Dingen. Mindesthaltbar bis 27.08.22. Ihr wisst, wir zeichnen vor im Juni auf. Haben wir da irgendeine Chargennummer? 69 Setan. Setan ist gutes Ding. Setan ist gut. Haben wir gute Erfahrungen gemacht. Besser als mit Erbsen. Ja, so, schauen wir mal. Wir werden das jetzt höchstpersönlich ausschneiden. Ah, sehr leicht zu öffnen. Ja, erinnert schon am ersten Blick an Setan, farblich betrachtet. Im Verhältnis zum letzten Leberkäse, den wir hatten, ist dieser definitiv farblich nicht so leberkäsig, wie man das erwarten würde, oder? Leberkäse würde ich eher rosa erwarten. Aber es zählt ja der Geschmack. Es zählt der Geschmack, sagt er. Gibst du mir kurz die Packung hier, weil dann kann ich dir was zeigen. Das ist viel zu schwer für dich, die Packung. Mal schauen. Ich glaube, da war was Schwarzes drauf. Schau es nochmal nach, so sicher. Nicht, dass du da eine Plastikvergiftung. Nein, okay, war ein Irrtum meinerseits. So, schauen wir mal. Kaugummi. Typische Setan-Konsistenz. Geschmack ganz, ganz, ganz leicht. Scharf? Scharf am Schluss, ja. Aber sonst lecker. Naja, nicht so lecker. Also ich finde, es hat mehr Geschmack als der letzte. Nein, danke. Also ganz ehrlich, so instinktiv hätte ich gesagt, wenn man die zermischen würde, den letzten und den, dann käme man ziemlich genau hin. Weil das ist viel zu zart und der andere war zu flauschig. Würde man das mischen können, Setan und Eiweiß. Und Erbsen. Ja, Erbsen, Eiweiß. Wir werden es mal braten und dann denken wir nochmal drüber nach. So machen wir das jetzt. Schaut gut, das ist schon gut. Zurück mit gebrutzelten Leberkäse. Ich bin schon gespannt, was meine Familie dazu sagt. Wer möchte mit Ketchup? Ich ohne. Achso, du hast es gekonnt. Verzeih. Ich dachte, warum ist jetzt eine Gabel hier? Nein, nicht mehr ausgegangen. So.
Besser als Ruf. Besser als Ruf. Verhältnismäßig scharf aus meiner Sicht. Also die Konsistenz ist viel besser als von dem letztes Mal. Ja, definitiv. Also die Beißstruktur ist nicht Küchenschwamm, sondern wissen, wie man es kannst. So ist das Motto. Ja, ich kann. Der Hermes Feldberg hat einmal gesagt, das Fleisch hat den Schmäh, dass es anfänglich so tut, als könnte man es nicht durchbeißen, aber es gibt dann doch relativ leicht nach und das macht das Interessante am Fleisch. Und das würde ich auch bei dem Leberkäs dazu sagen. Möchtest du mal? Ja. Was machst du, Urteil? Das Scharfe finde ich also ein bisschen störend, aber es ist nicht so viel wie bei anderen Produkten. Die Konsistenz ist deutlich besser. Geschmack ganz anders, aber hat mir der andere fast besser geschmeckt. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, denn wir haben dieses Produkt sehr oft. Und es ist jedes Mal anders. Ja, das stimmt. Also einmal ist es sehr trocken, einmal ist es sehr saftig und diesmal ist es jetzt nicht so, dass es mich besonders vom Hocker haut. Aber wir hätten es nicht wieder gekauft, wenn es mich nicht damals vom Hocker gehaut hätte. Das ist jetzt das Irritierende an der Sache. Er ist noch bemessen. Was heißt überhaupt vom Hocker hauen? Das heißt... Ja. Das heißt, dass es so gut schmeckt, dass man vom Sessel fällt. Was sagt der Herr Schmatz? Sehr gut, besser als eine klare Botschaft. Was sagt die Frau Schmidt? Ich habe schon gesagt, Konsistenz deutlich besser als beim anderen. Geschmack, glaube ich, schmeckt mir der andere ein bisschen besser. Also ich würde ganz oben jetzt diese Bratwurst rein, die wir gegessen haben, in beiden Varianten. Dann würde ich diesen Leberkäse rein und dann würde ich den anderen Leberkäse rein. Veto. Veto. Zuerst der Tofu. Der Speck. Den Speck meine ich ja. Der Speck gehört da sehr weit oben an. Den Speck. Der Speck, der zählt nicht. Naja, schon. Der ist ganz was anderes. Ein Speck ist nicht was, was so zu einem Erdäpfelpüree dazu ist. Ein Speck ist der was. Der schon. Nein, der ist was, was du im Ham and Eggs machst. Speck and Eggs. Speck and Eggs. Bacon and Eggs. Also so in der Pfanne rausgepustelt ist jetzt der Leberkäse überraschend nicht so. Aber ich kann mich erinnern, wenn man den in einer leichten Suppenbrühe, also ein bisschen Wasser mit ein bisschen Suppenwürze, wenn man den da drinnen kocht, brät, wie auch immer man das nennt, und ihn dann in die Leberkässemmel gibt, dann ist der ganz besonders gewesen. Aber es ist eben so jetzt rein als Leberkäse so zu essen, würde ich auch ernsthaft drüber nachdenken, ob das so ein großer Erfolg ist. Da ist die Bratwurst schon wesentlich weit vorne. Ja, das gleich stimmt. Auch, würde ich sagen. Bei dir gleich auch. Da finde also, ich auch die Bratwurst besser. Also schmeckt ziemlich gut. Alles okay. Nicht sehr fett, muss ich mal sagen. Und. Vielleicht ist auch das Problem, dass wir gerade 7 Produkte getestet haben und er das letzte ist. Vielleicht sollte man den nochmal mittesten bei Gelegenheit. Wir werden morgen, wenn wir hungrig sind oder übermorgen und die Reste da essen, nochmal drüber nachdenken und gegebenenfalls ein Update einspielen. Das ist der große Plan. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Mal schauen, ob die Frau Doktor im nächsten Aufnahmetranche wieder dabei ist, weil dann muss ich das Intro umgestalten, wo ich mich jetzt noch gedrückt habe. Mal schauen, wer weiß, ich könnte auch einfach mich wegretuschieren und sie drüber geben. Ich werde das schon hinkriegen. In diesem Sinne, vergesst nicht, Abos und Daumen hoch zu machen. Ja, wir widmen auch dieses Video unserem Freund. Unserem Freund widmen wir dieses Video. Wir sind gespannt, wie es ihm geht und wann wir wieder viel mit ihm zu tun haben werden. Es ist sehr aufregend. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier auf diesem veganen Schmeckt's YouTube-Kanal.